Hallo und herzlich willkommen hier auf Librela.de. Das hier ist ein Lösungsvideo zu den Aufgaben zum Kürzen von Brüchen. Wir sollen diese Brüche kürzen, das heißt 10 Fünfzehntel. Ihr seht das hoffentlich auch schnell. Das ist beides durch 5 teilbar. Dann habe ich also hier 5 mal 2 ist 10 und 5 mal 3 ist 15. Also kann ich die 5 kürzen und ich sage einfach 2. Das heißt, 2 Drittel, ich schreibe die gleiche Zahl, die zählt 15. 20 36. Man sieht auf jeden Fall, dass es gerade ist, also wir könnten mit 2 kürzen, aber wir sehen auch, beide sind mit 4 teilbar. Also fangen wir einfach direkt so an. Es wäre zum einen 4 mal 5 gibt 20 und 4 mal 9 gibt 36. Also kürze ich mit der 4. Ab 5 Neuntel. Vierzehn ist 2 mal 7. Das heißt, ich könnte höchstens durch 2 durch 7 teilen. Bei 35 ist ungerade, kann ich aber nicht durch 2 teilen. Das heißt, die einzige Chance wäre die 7. Ja, und 5 mal 7 gibt ja auch 35. Also haben wir hier 7 mal 2 durch 7 mal 5. Wir haben also 2 Fünftel. Wir haben das 7 gekürzt. Ihr müsst es nicht immer so ausführlich hinschreiben, wie ich das hier tue. Das hilft euch hoffentlich nur so. Ihr könnt natürlich auch direkt hinschreiben, 14 35 sind 2 Fünftel. Und vielleicht macht ihr noch einen kleinen Indiz hier und das X-Gleichzeichen, damit ihr wisst, was ihr gekürzt habt. So, jetzt schauen wir uns 120 48 Stunden an. Ihr seht, beide Zahlen wären zum Beispiel gerade. Das heißt, wir könnten hier mal anfangen, einfach mit 2 zu kürzen. Das heißt, 2 mal 60 durch 2 mal 24. Also ist das gleiche wie 60, 24 Stunden. Jetzt seht ihr aber, die beiden Zahlen sind wiederum gerade. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder mit der 2 kürzen. Das wäre also 2 mal 30. Durch 2 mal die 12. Also 30, 12. So, aber auch diese beiden Zahlen sind wieder gerade. Ich mache in der nächsten Zeile weiter. Also kann ich hier auch sagen, naja, 2 mal 15 durch 2 mal 6. Also 15 Sechstel. So, 15. Ungerade, 6 gerade. Wir können also nicht mehr durch die 2 teilen, wir können nur 2 nicht mehr kürzen. Aber beide sind durch 3 teilbar. Also können wir auch das noch machen. 3 mal 5 ist 15, 3 mal 2 ist die 6. Also haben wir noch 5 halbe. Ihr seht jetzt hier mal, wir haben richtig ausführlich mit allem Möglichen gekürzt, werden aber auch sofort erkennen können, dass 120 das Fünffache von 24 ist und 48 das Doppelte von 24. Das wäre natürlich deutlich schneller gewesen, wenn wir einfach direkt durch 24 geteilt hatten. Aber das sieht man nicht unbedingt immer und dann muss man halt Stück für Stück vorgehen. Das heißt, diese ganzen Brüche hier sind dieselbe Zahl, sind dasselbe Bereich auf dem Zahlenstrahl. Nun gehen wir weiter. 60, 48. Überlegen, wie man das kürzen könnte. Ihr seht, die 60 kann ich mit der 6 kürzen, die 48 auch. Das haben wir auch 6 mal 10 und 6 mal 8. Also 10 Achtel. Und ihr seht, beides sind gerade. Ich kann also immer beides mal noch durch 2 teilen. 10 durch 2 wäre 5 und 8 durch 2 4. Ich habe den Zwischenschritt jetzt hier mal einfach weggelassen. Schauen wir uns als letztes noch das an, 17, 39. 17, ich suche Dinge, die ich suche eine Zahl, mit der ich 17 teilen kann. Naja, wenn man das alles mal durchgeht, stellt man fest, es ist eigentlich nur die 1 und die 17 selber. Das ist also eine Primzahl. Somit könnten wir nur kürzen, wenn die 39 ein Vielfaches von der 17 wäre. Sehen wir aber auch sofort, 17 mal 2 wären 34, das stimmt nicht. 17 mal 3 ist schon deutlich größer. Wir haben also
hier einen Bruch, den wir nicht kürzen können. Der ist schon vollständig gekürzt. Wir sind hier eigentlich fertig. Das zeigt euch auch wiederum, es ist wichtig, dass ihr euch mal die Primzahlen von 1 bis 100 anschaut und euch versucht zu merken.